viel interessanter wären hier andere Schnellreisepunkte oder eventuell auch ob denn die Windnebel, das ich gesehen habe, hier war. Ich müsste eigentlich nur in meinen Aufnahmen gucken, um zu schauen, wo das war. Wieso mache ich das eigentlich einfach? Dann könnte ich sehen, welche Voraussetzungen das war. Oder ich könnte es einfach googeln. Ach, na eben, ne? Die muss ich doch auch töten. Ohne Verstand. Wow. Oh Gott. RIP. Was gibt's Silber? Gar nichts. Easy. Oh, Silber. Visoren Eisfleisch. Das war wohl nicht, was ich gesucht habe. Ich meine, nett, aber. Oder das müssen jetzt einfach die Common Drops sein, die ich suche. Das wär's. Küstenvisor. Hör auf. No mercy. This won't take long. So, der stand natürlich. Was auch sonst. Die treffen dich mal nach wie Ehrenwert. So kann dann auch für immer tanken. So, jetzt haben wir mal einen normalen Drop. Mal schauen. Bam. Visoren Eisfleisch und stattliches Horn. Braucht ich davon irgendwas? Keine Ahnung, Mann. Was ist denn das? Auch nur Atomgewoltras, keine Fliefies. Wäre auch zu viel verlangt. Aber den Ort habe ich, glaube ich, komplett noch gar nicht erforscht, also let's go. Ich kann nebenbei ja schon mal Coin 6 googeln. Ob ich es noch in der Suchleiste habe. Ah, komm. Komm schon. Schneefedra am Arsch. Wo? Nix tun, nix Personentausch. Kolonie 6. Ah, da ist es ja. Oder auch nicht. Stufe 3 Spezial. Windstoßelement. Von der Smaragd-Nebula in der Gefängnisinsel oder von Nelo bei 3 Sternen. Das haben wir doch. Oder von der Bono-Nebula im Arithmeer. Aber wenn wir Nelo finden, dann kann ich es nur noch einfach tauschen. Dann kann ich diesen scheiß Ort auch wieder direkt hinter mir lassen. Okay, ich werde noch schauen, ob ich irgendwie den Schnellreisepunkt finde. Noch ein paar von den Viechern hier mitnehmen. Zephabisogi. Ja, mal schauen. Und gib ihm. Ich habe sicher, dass ich hier auch den Viecher gesehen habe. Ja. Was? Noch einmal. Ja, wollen wir ja räumen auf. Den ganzen Laden bitte. Und ach Mist, mein Gott, komm. Eine einzige Silberkiste mit dem Bisogi-Horn. Okay, also ein Anführer 4 hat es wieder mal in der Mache.
Schön. Und wert. Beginne Sachen zum Wegwerfen aus. Neuer Zylinder brauche ich immer noch. Stattliches Horn. Okay, nochmal so einen Anführer 4 abziehen und dann haben wir es schon. Okay, jetzt nur die Küstenmistviecher. Ich nehme die trotzdem mal mit. Wenn das Spaß macht. Da werden wir gleich mal wieder einen Teamangriff raushauen. Jawohl, einer ist raus. Melia packt immer noch aus. Und kriegt den Teambalken nicht voll. Ich muss einfach mehr auf Crit setzen, fällt die Sache. Und tschüss. Let us remain vigilant. Stattliches Horn. Die ich gerade rausgehauen habe, oder was? Ist das ein Witz? Alter. Zephyr Besogi, hier. Auf geht's. Auf geht's. So schlecht zu Anfang. Jo. 12.000. Trophäe. Ryan mischt sich ein. Was? Ryan mischt sich ein? Wie darf ich das denn bitte verstehen? Sinnlos. Ja, das kommt. Silberkisten, wo ich keine brauche. Eisfleisch. Hat der Große jetzt mir gar keine Kiste gegeben? Na, herzlichen Glückwunsch. Ah, da ist noch einer. Also nochmal so ein ganzer Kampf. Let's go. Ob das immer klappen möge. Oh, let's go. Feel the flow of battle. Tschüss. Abflug. Und RIP. Aus dem Leben gerissen. Und tschüss. Hat er mir schon wieder keine Kiste gegeben? Doch. Sogar der richtige. Wahnsinn. Alter. Ich dachte schon. Dann wäre ich aber auch mad gewesen. So, immer noch kein Schnellreisepunkt. Warum auch? Das läuft sich ja quasi auch von selber hier. Sinnlose Brutans. Okay. Mal schauen, was das jetzt wird. Vielleicht gibt es da oben den Schnellreisepunkt. Hey, Dunman. Da, wo du bist. Das wird spannend, was sich da versteckt. Und? Was gibt's hier? Das ist einfach gar nichts, hä? Ah. Ruin. Schnellreisepunkt, Schnellreisepunkt, Schnellreisepunkt. Geht doch. Kirche La Luz. Wo ich auch wieder nicht reinkomme. Okay.
Alkamorph, Nelor. Das hat tatsächlich mit Alkamorph mit ziemlich allen Bewohnern reden müssen. Das ist ja schön. Das wird auch sehr schnell gehen. So wie ich das kenne. So, und eventuell kann ich dann noch eine Quest zu Ende bringen. Mit ein wenig Glück zumindest. So, brauchen wir noch nicht Uhrzeit. Gibt Tag. So. Jo, gleich mit allen quatschen. Das wird bestimmt spaßig. Sinnlos. Atael, wo bin ich denn hier? Ich glaube, ich finde wieder zurück zu Papa und meiner Schwester. Papa hat mich gefragt, ob ihr nach mir suchen könnt. Oh, danke. Ich weiß, es ist nicht weit, aber ich finde nicht mehr zurück. Du bist mir einfach nur in die Ecke gelaufen. Geflügelter Adel. Hä? Okay, was auch immer. Na, was war das denn? Hey. So, und jetzt mit komplett ein. Was? Da stehen die ganze Zeit einfach nur da hinten in der Ecke drin. Penner. Vielen Dank, dass ihr meinen Sohn gefunden habt. Einmal versprochen, so was nie wieder zu tun. Nun, dank euch, da ist nochmal gut gegangen. Es waren 10 Jahre zu helfen. Mein Sohn ist so voll Energie, da ist es schwer mitzuhalten. Trotz allem, die Schuld für sein Verschwinden liegt bei mir. Und nehmt dies als Dank für eure Mühen. Oh, sogar 2000 EP. Neue Quest. Oh, ihr seid Pinsel hinzu. Diesmal ist meine Tochter verschwunden. Dude, was machst du? Nein. Nein. Ich kann meinen Sohn nicht allein lassen. Er hat mir zwar versprochen, brav zu sein, aber es nie. Ich frage euch nur ungern, aber würdet ihr mir erneut helfen? Stärke 4. Okay, dann machen wir es gern. Ich wusste nicht, ob ich zählen kann. Kein Problem. Ach, du elender Penner. Sie mag kühle Orte. Und nochmal. Kühle Orte. Die ist nach Valak gegangen. Ja, nee, eventuell im Brunnen oder so. Vielleicht gegangen. Hey, wer bist du? Ist aber irgendwo schwimmen gegangen. Da, tatsächlich. Was machst du denn? Ah, hast mich gefunden. Wie? Oh, ich dachte schon, der Fänger hat mich entdeckt. Mein Papa sucht mich. Ich muss bloß verstecken. Na, er macht sich wieder so viele Sorgen. Er weint bestimmt. Dann gehe ich wohl besser nach Hause zurück. Tschüss. Sie spielt nur Verstecken und der Vater hält sich direkt auf sie los. Was für ein Ehrentyp. Was ist denn hier los? Ihr wisst, warum wir uns hier versammeln. Nun, das kann ich euch leider nicht sagen. Ich helfe nur aus, wisst ihr? Fragt Talia, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt. Wer ist Talia? Und warum finde ich sie hier nicht? Meine Tochter geht's gut. Oh, das ist alles euer Verdienst. Ihr habt meine Tochter und meinen Sohn beschützt. Vielen Dank. Es war uns eine Ehre zu helfen. Alter. Hier, bitte. Nimm dieses Teil, Dankeschön. Stärke 4. Sind wir mit dir jetzt fertig, ja? Früher wollte ich nie Kinder haben, aber meine beiden Lieblinge. Aber wachsen zu ihnen ist ein Wunder. Es hat alles verändert. Ich wünsche mir, meine Frau könnte die beiden jetzt sehen. Sind wir mit euch jetzt fertig, ja? Damit habe ich auch gleich wieder ein paar Quests erledigt. Das ist sehr schön. So, wir müssen jetzt Nelo finden. Wegen dem bin ich da eigentlich hier. Und Talia scheint auch was zu haben für uns. Aber wenn ich hier unten schon wieder so rumlaufe, sehe ich wieder keine NPCs, die einen Namen haben. Und ich muss bei Nacht auch noch gucken. Obwohl, nö, muss ich gar nicht. Wir brauchen Talia und Nelo. Bevor ich mich hier blöd suche. Nö.
Wie viele Leute gibt es hier? Jura. Ist nicht so ein Arzt. Uff. Was ist denn hier los? Volaren. Atael. Aha. Ich sehe hier null durch. Ah, Nelo. Nachts, okay. Auch nachts. Gut. Dann ist es ja klar. Auf geht's. So. Talia und Nelo. Skalen. Ja, nicht. Ja, ist gut. Ich muss hier mit jedem quatschen, damit ich nichts verpasse. Was auch immer. Geil. Yes. Jura. Ja. Oh, den kann ich nach Cornelius einladen? Was? Alles klar. Hallo Jura. Schön. Schön, dass du da ist. Wieder ein Meer. Irgendwelche Monster sind da jetzt. Scheiße. Ich wollte doch eigentlich nur Talia und den Opern finden. Au. Okay, eine Forscherin. Den Opern durfte man ja nicht so ganz gut finden. Na gut, auf. Aber weiß schon mal, wo ich nicht gucken muss. Wer bist du? Lesunia. Safe nichts Neues. Oh. Ah, okay. Guck, ihre Mutter ist wieder besser klar. Nachdem sie weiter aufs Ende geredet hat. Das ist sehr schön. Muss ich die Dialoge vielleicht noch mehrmals wiederholen? So, wer bist du? Ah, der Lesemaschinen-Dude. Aha. Hilft mir jetzt nicht direkt weiter. Aber stand Talia nicht... Oh Gott. Bist du Talia, bitte? Miriam. Fuck. Ich störe nur ungern, aber ich habe schlechte Neuigkeiten. Zane und sein Freund sind immer nicht zurück. Das ist ein Problem. Es ist schrecklich, sie sind sicher in großer Gefahr. Ich glaube, sie wollten zum Black Wallach, um Ruinen zu besichtigen. Und sind immer noch fort. Bitte rettet die beiden. Black Wallach ist ein unwürdiger Ort. Der Gedanke, diesen Ort zu betreten, ist tollkühn und dumm. Sie haben definitiv keine Erlaubnis erhalten, dorthin zu gehen. Erlaubnis? Es kümmert mich jetzt irgendeine Erlaubnis. Ihr Leben ist in Gefahr. Das ist wichtiger als jede Erlaubnis. Ihr habt recht. Komm, wir müssen uns beeilen, wenn wir die beiden retten wollen. Okay. Oh, vielen Dank. Zane und Kura sitzen bestimmt irgendwo fest. Bitte findet sie. Okay, wieder was erledigt. Also, oh, ich drehe noch eine Quest. Und es geht schon wieder los. Talia. Sagt diese Gruppe, über die alle sprechen. Professor Narov und Rutan haben von euch erzählt. Ich freue mich zusammen mit den beiden. Ich weiß also Bescheid. So, ist ja Bescheid, dass du heute eine Vision triggerst, die verflucht laggy ist. Ich sollte zum Urteilsplatz im Sumpf von Sathol gehen. Vielleicht finde ich mehr über unsere Geschichte heraus. Wartet. Woher wisst ihr, dass ich auf dem Weg zu den Ruinen bin? Keine Sorge, ich bin gut vorbereitet. Mir ist klar, welche Gefahren auf mich lauern. Wir nähern uns dem Ziel unserer Forschung. Da dürfen wir keine Zeit verlieren. Das ist alles, was ihr sagen wollt? Wenn ja, würde ich jetzt gehen. Bitte folgt mir nicht, ich will bei meinem Ort ungestört sein. Besiege den Dogma-Gorillas. Okay, klar. Warum auch nicht? Ist wieder was Neues für Alkamov. Schön. Geht ja voran. Jetzt müssen wir nur noch Nelo finden. Bist du Nelo? Kalika. Nelo. Das heißt, ich kann noch bei mir mal die Quest durchzählen. Kaul. Die Moral der Kaisergarde lässt jetzt auch Wünsche übrig. Das ist schön für dich.
was wenn ein Notfall eintritt? Habt ihr schon gesehen? Hoffnungslos überfordert seid ihr dann. Oh, scheiße, Mann, kommst du von meinem einzigen NPC, mit dem man was handeln könnte? Keine Chance hier zu finden. Was ist denn los? Vielleicht soll ich mal den Brunnen nachsehen. Irgendwo muss der doch sein. Oh, Nelo. Ja, am Arsch ist hier. Wie sah er denn aus? Vielleicht kann ich mich ja dann daran erinnern, was das für einer war. Wo ich ihn vor allem finde. Gadada, Banane. Nelo. Ach, das war der Säufer. Okay, alles klar. Ich weiß, wo er ist. Das ist easy. Der war irgendwo hier im Osten. Mal schauen, ob ich noch finde, weil der hier ab und zu mal ein bisschen rumläuft. Mit ein bisschen Glück kann ich ihn sogar. Ist er das da? Jawohl. Danke, hab mir wirklich geholfen. Vielleicht auch abchillt, ne? Tauschen, ja. Sehr schön. Gib mir deinen Scheiß. Windstoßelement, ich hätte gern zwei davon, aber... Oh, Bison Eisfleisch, das kann ich weggeben. Alter Berutanzopf, das kann ich auch weggeben. Okay, oh, wertvoll, Schatzpon. Passt gut drauf auf, versprochen. Ich hätte gern... Nochmal. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das nochmal haben will. Na, Gott sei Dank. So, kriegst du noch meinen alten Brutanzopf, bitteschön. Okay. Was, Alter? Ich kacke ab. So, jetzt kann ich zurück zur Kolonie gehen. Oh. Junge. Ich muss sowieso noch irgendwelche anderen Viecher abschlachten. Das mache ich auch besser, bevor ich mich aus irgendwas aussperre. Das gibt's gar nicht. So, ne, jetzt kann ich hin. Gehen brauchen. Oder gesagt. Rechts rum. Auf 5 feurige Drachen. Was genau machen denn Drachen hier, bitteschön? Um nichts zu tun oder was? Sollen wir schon Abstand halten? Unreife Ewigkeit. Welche Uni. So, wo sind die Dudes? Na, wer hat Bock auf Stress? Hä? 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 Zarter Igler. Trifft Jut hart. Haben wir nicht schwer besiegt? Ja, fast nicht. Dann jetzt. So. Jawohl, schön irgendwelche Kugeln. So einfach. So, ein bisschen Glyphen. Nett. So, Drachen. Habe ich. Bin ich auch wirklich richtig? Wo genau soll das sein? Am Ätherkollektor bei der Abzweigung zum Transportweg. Das wäre dann hier vorne. Eigentlich. Jackson, ich dachte Drachen. Ach, was auch immer. So, habt ihr Bock? Oh, fast nicht Pech. Ach, Mann, ey. Sinnlos. Jo, machen wir es kurz. Ich brauche mal vielleicht eine Schaden der Flucht.
Easy. Versuchen wir nach Plan jetzt. RIP. Go. Yo, easy. Und eine noch. Ja, piss dich. 4000 EP. Die Aufbaustufe ist wieder normal. Gott sei Dank. Jetzt der Sterne mehr. Und ich muss wieder irgendwas weghauen. Fuck. Was kann ich hier weghauen? Kleine Haut, komm, weg damit. Kein Plan, für was es gewesen sein könnte. Aber hey. So. Und Zeit, die Kolonie für das, was ich jetzt machen kann, auch zu maxen. Stufe 3 fürs Erste. Ah, schön. Kleiner Brunnen. Herrlich. Aufbaustufe plus 4, keine weiteren Einwohner und neue Sammler-Items. Boah. Geil. Eigentlich eine richtige Stadt. Stufe 3, neue Straßenlaternen. Bewohner geben neues Geschenk. Umwerfen 4. Okay, nett. Und kein Kommentar von Juju? Ernsthaft? Dein ja ernst? Oh, das kann ich alles noch nicht machen. Oh, das dauert eine Weile. Werner. Hey Leute, wollt ihr so schnell zu übers Geld kommen? Ich hab da was für euch. Kannst du es näher erläutern? Na, hab ich euer Interesse geweckt? Keine Sorge, ist nichts Zwielichtiges. Ich möchte in dieser Stadt etwas bekannter werden. Aber irgendwas fehlt mir. Wisst ihr auch was? Dann muss einfach eine spezielle Produktpalette. Ätherkristalle zu verkaufen bringt zwar genug Geld zum Leben, doch dann sind mir die Blumenbeete aufgefallen. Und die Schmetterlinge, die vom Blütenduft angezogen werden. Die Leute lieben Schmetterlinge, nicht wahr? Deshalb Schmetterlingsgeschenkartikel herstellen. Ihr werdet mir dabei helfen. Verstehe. Nun, das ist in der Tat nichts Zwielichtiges. Sag dich doch. Sind einfach zu misstrauisch. Naja, wenn man bedenkt, was in Kolonie 9 vorgefallen ist. Es war vor langer Zeit, schwamm drüber. Achso, stimmt ja, der hat ja illegal den Schrott verkauft. Ich habe da hart daran, was mein Leben zu machen. Ich brauche ein paar Schmetterflügel und Schmetterrüssel. Daraus werde ich meine neuen Produkte basteln. Wo auch immer. Ja. Okay, keine Chance. Okay, ich gehe mal kurz Sammel-Items ab. Mal schauen, ob es irgendwas von Bedeutung gibt. War die Gasse ja schon immer so lang? Oh, neue Quest. Fork. Von Noporik. Ich fühle mich wie eine Motte, die auf einen Edellampe zufliegt. Wollt ihr mir helfen? Bitte, bitte, bitte. Hm? Ja, ist gut jetzt. Ja. Sagt mir jetzt nicht, dass ihr es schon wieder vergessen habt. Ihr seid schuld daran, dass ich wieder bei Makrish, dass ich wieder Makrishs Diener bin. Sie füttert mich mit widerlichen Sachen, reinster Albtraum. Andauernd tätzelt sie mich. Ich muss am Fußende des Bettes schlafen und stundenlang mit ihr einkaufen gehen. Sie behandelt mich wie einen Leibeigenen. Ich ertrage es nicht länger. Bitte helft mir, meine Freiheit wieder zu erlangen. Vielleicht bin ich einfach zu jung, das richtig zu beurteilen. Aber wurden viele Noppern und Alkamov so behandelt? In der Tat, einfach grauenhaft. Für mich klingt es schlicht, als habe sie sich ins Herz geschlossen. Einige Noppe mag es nichts ausmachen, so behandelt zu werden. Aber ich gehöre nicht zu denen. Ich lasse mir doch nicht zu anderen einreden. Da flehe ich euch an. Bitte helft mir. Stinkparfüm. Oder... Ich habe sogar eine Idee. Bringt einfach Stinkparfüm. Rieche streng genug, wird sie mich nicht mehr ins Haus lassen. Vielleicht jagt sie mich jetzt sogar von ihrem Haus weg. Aber verratet mein Krieg nicht zu meinem Plan. Sie darf es nicht erfahren. Oh doch, ich werde sagen. Oh doch. Uah. Das ist ein fieser Plan. Ich werde es auf jeden Fall sagen. Oder? Ja, mal schauen. Ah.
Hallo? Dankeschön. So, nochmal zusammen Items. Plus neues Harmoniegespräch. Schneebären. Ah, keine Chance, okay. Dann, würde ich sagen, das reicht erstmal für heute. Junge, Junge. Was eine Session. Also, bis zum nächsten Part, wenn wir diese Scheißwappen weiterkommen. Und bis dahin.